Hi und willkommen zu einem kleinen Battle, beziehungsweise es ist eher so, also ihr seht jetzt hier einen Discord-Server erstmal, und zwar ist es der Discord-Server, der heißt Battle Frontier, sollte eigentlich, glaube ich, jeden Begriff sein in Pokémon. Auf jeden Fall ist das ein Discord-Server, der sowas wie ein, wie so ein Duellturm ist, also beziehungsweise, wenn man das aus der Generation 3, diese Kampfzone kennt, oder beziehungsweise bei Smaragd die Kampfzone kennt, oder bei dem Gen 4 die Duellzone da, wenn auf der Platin auch das kennt, denn soll das ein jemanden Begriff sein, auf jeden Fall ist das einfach nur die nicht nur die, sondern eine sehr gute Variante, wie man das umsetzen kann. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade dabei, gegen einen zu spielen, der die Kampfpyramide leitet, und da werden mir erstmal Fragen gestellt. Okay. Hands ready. Okay. Auf jeden Fall. Oh Gott. Wasser, Feuer, Pflanze, Eis, Flug, Boden, Gift. Ich sag mal 12. Ich glaube 11 oder 12 sind das Typen. Oder? Ihr könnt es ja mal auch reinschreiben. Könnt ihr auch mit raten, die Fragen. Und ja. Verdammt! Schade! Hä? 17 Typen gibt es? Als ob es 17 Typen gibt, weil Tafeln gibt es halt von jeder Typ. Ja. Ja, wir Level 5 runtergesetzt. Okay. Dann machen wir das erstmal. Dann ist Weavile schon mal Level 95. Ab. Okay. Frage 2 kommt jetzt an. Mal gucken. Ihr könnt ja wie gesagt mitraten, wenn ihr wollt, in den Kommentaren oder so. Außer ihr googelt. Das ist natürlich nicht erlaubt. Das bewirkt die Attacke Wagemut. Zieht den Gegner so viel KP-Schaden zu, wie der Anwender noch hat, und der Anwender stirbt danach. So. Oh, ihr habt schon eine Frage richtig, aber das wusste ich auch. Okay. Wie funktioniert der Tage Fruststampfer? Oh Gott. Das weiß ich nicht. Woher soll ich das wissen? Oh Gott. Das weiß ich wirklich nicht. Ja. Sie macht Schaden. Ist eine 90er extra. Ja, es gibt ein extra, okay. Schaden ist eine. Ist eine 90er Bodenattacke mit einer 90er Genauigkeit. Ist eine 90er Bodenattacke mit einer 90er Genauigkeit. Ja, ich glaube schon, dass es eine 90er war. Ja, sie macht Schaden.
Aber ich glaube. Ah, ich glaube, es ging um den Text, oder? Ach so! Okay. Ich dachte, sie haben eine 90er-Attacke. Ja, stimmt! Ja. Ja, gut, jetzt habe ich Frustdampfer mit Pferdestrecken vertauscht. Passiert. Okay. Bei dem guten Gergel, also der Brein dort in dem Sinne, kann ich ja gerne zeigen. Das war hier. Okay, gut. Ich zeige es euch nachher nochmal. Verdammt! Toxic Orb. Ja. So, die Fragen jetzt beeinflussen mein Team. Okay. Auf jeden Fall kann ich es euch sagen. Die ersten drei, also es sind 6 Fragen und die ersten 3 Fragen beeinflussen mein Team und die nächsten 3 Fragen Latias beeinflussen sein Team. Auf jeden Fall weil ich jetzt eine Frage richtig habe, müsste, glaube ich, jetzt was von seinem Team runtergestuft werden, oder? Denn das weiß ich jetzt nicht. Weil das wäre sonst komisch, wenn ich es nicht wüsste. Okay, gut. Das ist schon mal gut. Also sprich, wenn ich bei meinen ersten drei Fragen was richtig habe, bekomme ich nichts. Und wenn ich das falsch habe, den höchsten Angriffswert, nicht Legi. Ist das Ramaidon? Ich glaube, das ist Ramaidon, oder? Ramaidon. Doch, es müsste, glaube ich, Ramaidon sein, weil das Ding hat auch so ein 150er da oder so. Ach, fuck, nein! Ach, Mann, nein! Ich hab die komplett mega vor. Ach Gott, ja, das war ja. Oh, das lohnt. Wie komme ich denn da nicht drauf? Das ist mega Scarabon. Ach, Mann. Ja, ich habe mich jetzt hinleiten lassen. Ja, gut. Oh Gott, waren das 15? 15 müssen das sein. Ja, gut, 15, gut. Sprich, es ist ausgeglichen. Wenn er jetzt noch vielleicht noch ein Level, 5 Level runterkommt, dann ist es an sich ausgeglichen. Nochmal. Okay, ich habe jetzt doppelt gemoppelt. Auf jeden Fall haben wir jetzt die 6 Fragen durch. Glaube ich. Ja, wir müssen jetzt die 6 Fragen durch. Genau, jetzt haben die 6 Fragen. Ja, ich sag. Ich wiederhole mich zu oft. So, auf jeden Fall. 6 Fragen haben wir durch. 2 habe ich jeweils richtig beantworten können. Nee. Warte. Nee, ich konnte bei mir jeweils eine Frage beantworten und 2 nicht. Und andersrum genauso. Ja, und andersrum genauso. Also bei den ersten 3 konnte ich eine Frage beantworten und dann 2 nicht. Sprich, ich habe 2 Nachteile bekommen und jetzt gerade bei den letzten 3 Fragen habe ich 2 richtig gehabt und eine falsch. Also man bekommt die HP und Attack auf 0. Oh, okay, gut, das ist okay. Okay, gut. Dann würde ich sagen, da ist wieder nochmal mein Team. Level 95, hat Focus Sash. 100 mit Toxic Orb und 100 mit Choice Packs. So. Gaegel. Okay. So. Challenge. Custom Game. Das war's, genau. So, dann könnt ihr live mit dabei sein. Auf jeden Fall
Ich muss mal gucken. Okay, ja, 2,95er. Warte mal, das wird ein bisschen schwierig, wenn er Kaburiki hat. Fuck. Okay, das wird ein bisschen schwierig, wenn das jetzt ein Choice-Bags. Hoppala, ein Choice-Bags. Oh, wie heißt das? Hier, Greninja ist. Das könnte vielleicht Scarf sein und das ist eklig. Ach, verdammt. Aber Toxicroak ist schon gut auf Kingdra. Ja, gut. Ich habe halt nicht die Durchschlagskraft mehr, aber ein Lagging Tail auf Kingdra wäre nice gewesen. Yo. ja, Weavile, ne? Und erstmal ein Fakeout drücken. Denn glaube. Sollte. Ah, okay, gut, das hat schon mal den Toxicroak. Sollte ich Pelipper, glaube ich, sterben lassen, hab dann halt den Regen draußen. LOL! Ja, Hydropumpe, go! Ja, gut, Kingdra ist jetzt draußen. Ich brauche, glaube ich, nur Surfer drücken. Ja, easy. Auf jeden Fall. Ah, ich habe nur noch 2 Runden den Regen. Verdammt. Gott, reicht der aus? Hoffentlich reicht der aus. Ich hab halt. Sash, du willst mich doch verarschen! Okay, ah, ist eine Wandlung. Oh Gott, Critical. Komm, zeig mir doch den schönen Schattenstoß. Ah, ja. Ist schaffbar. Der ist schaffbar. So, einfach ein Fake-Out. Ach, ich bin behindert. Fuck, ich bin behindert. Hoffentlich ist er jetzt nicht Scarf. Nein! Ach komm schon. Ja gut, ich war. Habe den Typen vergessen. Hätte ich mal besser gespielt, dann wäre der Win da gewesen. Ja gut, ging schnell vorbei. Ja, mal gucken, was jetzt geschrieben worden ist. Dann gehen wir mal bei die Kampfpyramide rein. Vielleicht ist er gerade am Schreiben. Okay, doch noch nicht. Wäre ich nicht mehr schneller. Und wenn ein Gegner ein Item. War das nicht mal.
65 mal 1,5 gleich 100. Oh. So ein bisschen. Aber immer noch Step. Sprich, wäre es denn insgesamt eine 150er, oder? Da man ja noch mal 1,5er kriegt, oder nicht? Wegen Step. Ja gut, sorry, dass ich jetzt gerade... Falls es falsch stehen sollte, ist es nicht so schlimm, ja. Mit den Berechnungen mit Step und so, da kenne ich mich eh kaum aus. Vielleicht kannst du dir nächstes Mal den Weg durch die Pyramide bahnen. Mann, das war so knapp gewesen. Ich kann es ja mal kalken. Weavile. So ein All-Out-Attacker ohne Choice Band ist. Focus Sash. Ach, Focus Sash gibt's ja hier nicht. Also Non. Jolly Level 95. Und. Victini. Oh, so ein scheiß Bandset, scheißegal. Muss ja auch nur Level 95 sein. War es doch, oder? Kein Plan, wie genau das dann gerechnet wird. Egal. Okay, es gibt... Ah, nee, es war Level 100. Level 100, okay. 100. Oh, Tatsache, das reicht wirklich nicht aus. Aber dann hätte er mich auf den Sash gebracht. Und ich wäre noch schneller gewesen. Das heißt, ich hätte mit dem zweiten Knock-Off, denn wenn der das Item weg hat, rausgenommen. Ja. Sprich, ich hätte Eisplitter drücken sollen, dann Knock-Off, Knock-Off. Und ich habe aber... Ich, Blödmann, habe aber... Ach, oh Mann. Ja, gut. Ist jetzt egal. Auf jeden Fall, davon werden halt noch ein paar Parts kommen. Das war jetzt gerade der erste und... Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, weil ich müsste jetzt einen Tag warten, um allgemein jeden jetzt herausfordern zu können oder den herausfordern zu können. Ich weiß es nicht. Ich muss mal anschreiben. Gleich an die hier, die Person. Beziehungsweise heißt ja nicht, ich weiß nicht, ob es weiblich ist, aber auf jeden Fall muss ich denn die Person hier anschreiben, weil es von der Person der Discord-Server ist. Auf jeden Fall, den werdet ihr in der Videobeschreibung auch verlinkt haben, genauso wie das Google Doc, wo ihr alles nochmal nachlesen könnt, wie das alles so abläuft bei denen und ja. Da müsste ich mir auch nochmal durchlesen, wie das da noch funktioniert. Also sprich, wie man da dann noch was, also falls ich jetzt gegen den Brian habe ich ja jetzt hier verloren, nochmal spielen will, ob ich, beziehungsweise, nein, warte. Ich habe ja jetzt verloren. Ob ich jetzt aber dann noch bei einem anderen von den ganzen Challenges hier, ihr seht ja hier alles, von Challenges 1 geht es ja vom Duellturm bis runter zum Planetarium, also Kampfplanetarium, vom zweiten von Challenge 2 geht es von Kolosseum Portal oder Portal bis zum Kolosseum Schlosshof. So, und von den ganzen 20 oder 21 Stück, die da sind, braucht man 11 Stück, sprich hier so ein Symbol muss man halt sammeln, davon 11 Stück. Und wenn man das hat, kann man hier zu den Kampf-Chatelains, also die Top 4 im Grunde genommen. Und dann kann man, die 4 herausfordern, wenn man das geschafft hat. Also hier die 4 kann ja mal reingehen. Da, so, so. Also davor war halt noch das hier alles zu sehen, ne? Bei Kampfvulkan sieht man jetzt hier auch schon was anscheinend. Okay. Und ja, und wenn man das geschafft hat, muss man gegen diesen Sterngucker, den Colosseum Sterngucker, antreten. So. Und wenn man das komplett geschafft hat, wird man zum Champ. Ja, und kann man, glaube ich,
sich dann auch irgendwie was aussuchen, wenn man will oder nicht. Auf jeden Fall, man wird dann halt den Champ, wenn man alles geschafft hat, nach 11 Symbolen sammeln und nachdem man die Top 4 besiegt hat und den Champ. Ja. Und ja, wie gesagt, vielleicht kommt am nächsten Tag oder so in dem Dreh so 2-3 Tage, alle 2-3 Tage ein Video von dem Zeug, beziehungsweise je nachdem. Ich werde auf jeden Fall das so in den Parts schneiden, dass ich, also immer wenn ich verloren habe, sagen wir mal so. Sprich, wenn ich jetzt in dem nächsten Part 3-mal gewinne und dann verliere, seht ihr halt, dass ich 2, 3 Symbole schon habe, also bekommen werde oder nee, halt 3 Symbole bekomme und dann halt bei dem 4. Kampf verliere, so. Beim darauffolgenden Kampf kann es sein, dass ich halt nur einen kriege und dann verliere, oder bei den darauffolgenden Kampf kann es sein, dass ich dann gar keinen wieder bekomme, so wie jetzt gerade. Also sprich, ist es halt immer abhängig, je nachdem, wie oft ich denn gewinne gegen die. Und ja, meine 11 hatte ich halt auch schon rausgesucht gehabt. Der erste war halt, also die erste war die Kampfpyramide. Beziehungsweise die erste wollte, also das. Die erste, die ich machen wollte, war. Wartet. Der Kampfpalast. Aber die Person war nicht online. Ja, der Serenus hier. So wie der hier als Spitzname eingetragen worden ist. Und deshalb habe ich halt mit der nächsten Zahl angefangen und es war halt direkt die Kampfpyramide und habe ich gesehen, er ist online. Und ja, und habe mein Glück dann versucht. Ich hätte es schaffen können, ich war nur zu dumm in dem Zeitpunkt. Naja, egal. Ich sag dann, haut da rein, ciao, bis zum nächsten Mal.